mal so ein bisschen Film hier nebenbei. Wo sind wir denn jetzt? Italien-Grenze wahrscheinlich, ne? Nee. Italien-Grenze? Nee, wir fahren jetzt hier auf den Zug. Wir sind jetzt so. Bekannter Steg. Bekannter Steg. Auf der anderen Seite ist Goppenstein. Was? Was? Jetzt hier aber einen Haufen, einen Riesensatz Flyer mit. Stehen ja gerade, wo stehen wir denn jetzt am Bahnverlad in Kannersteg? Ein geiles Wetter. Kalt. Herrlich, hier kann man im T-Shirt rumlaufen. Nee. Wann geht der Zug? Zug geht 14:18. 14:18. Der Erik ist schon wieder nach Gelato gucken. Du mal gucken, ich film dort mal hin. Ja, da kommt schon wieder das nächste Auto. Okay. Herrlich, einmal frei. Super. Wunderbar. Überall auf mich zu schmeißen, sonst mache ich mit dir hier so eine Schneeeule. Ja, mit dem Gesicht nach unten. Der Matthias ist der Driver von heute, der ist bisher hergedonnert. Innerhalb kürzester Zeit. Müssen wir erstmal ausruhen. 9 Stunden. Wann sind wir losgemacht? Halb fünf. Halb fünf, Paul, sind wir losgemacht. Du sind nicht um 12 ersprungen, wenn wir losmachen. Erster Einweiser auf dem Zug, da kam das letzte Mal einer an und sagte: Schöne Grüße aus Birna. Ich sag noch: Schöne Grüße zurück. Gehen, der hat es da auch rein. Ich würde mir privat, wenn man es dir lassen kann, privat in Rumpelkofen, wie das der Red gemacht hat, aber dafür ist der Rox und der Mensch. Ganz schönes schmückendes Beiwerk mit hier, manche. Boah, als wäre man den neuen Ausflug. Nee, der Gott, ich wusste es nicht, das ist ja hier. Ja, sag ich's da hin. Ja, müssen wir da drüben einen Schnellspann kurz anmachen. Gerade, direkt unten, wo man das rausfällt. Warte mal, Bremse ist da oben. Ich hatte hier, das Ding hier war rausgehoppt und da darf hier Öl rausspritzen, so. Da ist der ganze Motorschutz mit damals abgesoffen. Und dann habe ich es wieder eingedichtet. Wisst ihr mir mal? Nö, ja, der reicht mir erstmal. Du kannst ja sagen, du bist gestern schon gefahren. Yeah.
heute. Ich denke, erledigt für mindestens ein Jahr. Ja. Wenn nicht sogar länger. Aber wir gucken mal, was die anderen Strecken alles so können. Die kann auf jeden Fall relativ schnell kaputt gehen, wenn viele drauf rumfahren. Ja, die kann auch hier ziemlich viele Leute anziehen. Ja, das stimmt. Also in Zukunft. Da fragst du dich echt, bei so viel Einnahmen, was wir ja erst hier gehört haben, dass ihr das durchgerechnet habt, dass die einfach noch eine zweite Strecke hier daneben ballern. Ja, die haben sie ja weggeschoben. Naja, aber warum? Da hätte sich das ein bisschen verteilt. Ja, warum? Es geht da so hoch. Wir fahren ein Stück durch Italien. Wahrscheinlich. Hier ist der Mats. Erik, der ist schon wieder heiß. Du lässt schon wieder fliegen. Wie sieht denn dein Sommer aus, Mann? Um Gottes Willen. Der Kreis Ärmste. Genau, der Slumlord hier, ne, ist der Ärmste im Grunde.